Also ich will wissen, was jetzt im Horrorcamp passiert ist. Ich habe das nicht mitbekommen. Bereits im Juni feierten Twitch-Streamer Knossi und Rapper Sido einen enormen Erfolg durch ihr Angelcamp. Da war ich leider nicht da, sonst wäre ich da sicherlich auch hingegangen. Aber ich bin noch ehrlich, Leute, ich bin noch nie eingeladen worden. Ich bin nicht eingeladen worden. Ich bin nicht pisst. Bin so ein bisschen schade halt, ne? Stell dir mal vor, Alter, imagine, du kriegst eine Widmung in Knossis Buch und wirst da nicht mehr eingeladen. Naja, Jens, ich hab's dir gesagt, ich find's schade. Kein Wunder. Ja, ich kann's aber auch nachvollziehen, ich bin halt auch ein Spast. Dabei brachen sie nicht nur den deutschen Zuschauerrekord der Streaming-Plattform Twitch, sondern standen auch mehrere Wochen in den Schlagzeilen. Jetzt haben die beiden eine weitere Live-Show auf die Beine gestellt, die nochmal alles toppen sollte. Passend zu Halloween versammelten sich Knossi und Sido gemeinsam mit anderen Streamern, Influencern und Künstlern in dem ehemaligen Grand Hotel Waldlust in Freudenstadt. Das über 100 Jahre alte Gebäude im Wald mit rätselhaften Todesfällen bot den perfekten Ort für die Dreharbeiten. Bereits am Abend brachen Sido, Knossi, Moneymark und Unsympathisch TV den Zuschauerrekord des Angelcamps und freuten sich über mehr als 336.000 Zuschauer im Livestream. Doch neben all den coolen Aktivitäten wie einer Geisterjagd, nächtlichen Erkundungstouren und Geschichten aus der Vergangenheit fiel ein Gast immer. Ich habe mich richtig gefreut, dass Sturmwaffel dabei war. Das fand ich richtig, richtig, richtig nice. Ich fand das richtig cool, dass Freddy dabei war, Alter, wirklich. Ich finde es auch sau cool, dass Sido und Freddy sich so gut verstehen. Ich habe Sido bis jetzt erst einmal getroffen, unten im Hotel, wo wir zusammen was, wir saßen halt zusammen einfach nur rum, haben was getrunken und so. Und Jens und so waren auch da. Fand ich sehr, sehr cool. War auf jeden Fall ein sehr sympathischer Dude, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sehr, sehr, so ein bisschen jokey drauf und sowas. Eine scharfe Zunge, wie man das sagt. Aber cooler Kerl auf jeden Fall. Immer wieder durch unangebrachtes Verhalten auf. Der erste Vorfall ereignete sich beim gemeinsamen Abendessen am großen Esstisch. Nachdem YouTuber Sturmwaffel für alle gekocht hatte, wurde er zu einer kleinen Rede aufgefordert, die Bowser mit homophoben Kommentaren unterbrach. Das habe ich habe das geguckt und ich habe das genau geguckt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Für so ein geiles Event, so vorlegen. Tu nur wenige. Ehre, Liebe. Jetzt reicht's mir langsam. Jetzt wollte ich mal einmal schütteln. Ey, bitte, lass ihn doch mal. Oh, okay. Das war Bowser. Okay, okay, okay. Auch eine weitere Szene sorgte für Entsetzen bei den Zuschauern. Creepy Pasta Punch, bekannt für seine schaurigen Gruselgeschichten auf YouTube, war per Live-Schalte im Horrorcamp zu sehen und erzählte eine seiner Horrorgeschichten, als Bowser den YouTuber persönlich angriff. Finde ich eigentlich cool. Finde ich eigentlich cool. Das passt ja voll dazu, ne? Ey, für einen Hauptschüler ist nicht schlecht. Auch wenn das Ganze seit Digga. Ins Bowser nur als Spaß gemeint war, wie der Chat zeigte, kam seine Aussage gar nicht gut an. Und ja, auch Montana. Ganz ehrlich, ganz lustig finde ich, dass jemand im Horrorcamp als Hauptschüler vielleicht wird von einer Person, die selber keinen Abschluss hat, lol. Ah, Monte, Digga. Oh, ah, ja, moin. Digga, hat Monte einen Abschluss, Digga? Jokey. Black äußerte sich per Twitter zu der besagten Szene. Das ist einfach unkorrekt. Den letzten. Muss ich sagen, stimme ich Monte komplett zu, finde ich nicht korrekt, finde ich absolut schmutzig. Vor allen Dingen halt auch homophobe Aussagen dann, also wer das Wort Schwuchtel oder gay oder schwul noch in einem beleidigenden Kontext benutzt, Digga. Da muss man ja da mal hinterfragen, was da so für ein unsicherer und selbstsüchtiger Charakter dahinter steckt. Das kann ja keiner sein, der. Ja, wir schauen weiter. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Im Zwischenfall gab es dann im ehemaligen Zimmer von Adele B., die angeblich dort verstorben ist. Knossi, Bowser und Co. Slavik sich den Schwanz gejuckt. Überlegten ein gemeinsames Foto mit allen in dem besagten Bett zu schießen. Sascha, aka Unsympathisch TV, war von der Idee allerdings nicht so begeistert und bot stattdessen an, dass er das Foto mache. Ich hoffe, Sascha, du bist so ein Schwuchtel, Alter. Diese drei Vorfälle lieferten nicht nur. Ja, okay, das hat er jetzt so einfach gesagt, aber das ist jetzt. Es ist nicht korrekt, diesen Terminus quasi, also das als Beleidigung zu benutzen. Das ist vollkommen uncool so. Aber ich glaube, der war einfach nur mad besoffen, oder? Einen bitteren Beigeschmack. Also ich will das jetzt auch nicht verteidigen. Es ist absolut uncool. Es ist absolut beschissen. Aber ich denke mal, der war einfach nur mad besoffen. Wahrscheinlich im Promo-Move von Bowser, weil Bowser Promo-Moves
Ja. Zum Horrorcamp und enttäuschten einige Zuschauer, sie könnten auch schwerwiegende Konsequenzen für den Gastgeber Knossi haben. Die Streaming-Plattform Twitch, die unter anderem sogar Sponsor der Veranstaltung war, toleriert nämlich normalerweise keine beleidigenden Kraftausdrücke. In einem Stream von YouTuber und Rapper Mois ereignete sich in der Vergangenheit ein ähnlicher Vorfall, wo er von einem seiner Kollegen mit denselben Ausdrücken beleidigt wurde, die jetzt auch Bowser verwendete. Als Konsequenz von Twitch folgte daraufhin ein 30-tägiger Bann, der nun auch Knossi bevorstehen könnte. Das kann nicht sein! Fände ich krass. Ja, aber wie viel Verantwortung kann man da Jens zurechnen? Ich meine, kann man wissen, dass wenn man einen hochkarätigen Musiker wie Bowser einlädt, dass der sich dann da so aufführt? Weiß man von Bowser, dass der so drauf ist? Ich bin da nicht drin im Game, keine Ahnung, Alter. Digga, also ich denke mal nicht, dass da ein Bann kommt. Glaube ich nicht, weil Jens kann ja da wieder nichts für. Auf der anderen Seite, Mois ist auch gebannt, weil es ist schwierig. Die Guidelines sind immer, ne? Das kann nicht sein! Und ja, das wäre ein schwerer Schlag für den Streamer, der momentan auf Instagram sein gelungenes Event feiert. Welche Konsequenzen Twitch aus den Aussagen von Bowser zieht und ob es überhaupt welche gibt, wird Knossi dann bestimmt in den nächsten Tagen erfahren. Was haltet ihr von Bowsers Auftritt im Horrorcamp? Schreibt uns... Ja, interessant auf jeden Fall. Meine Meinung... Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Sicherlich nicht die feine englische Art und nicht cool. Diese Begriffe zu benutzen ist 2004er Niveau, Alter, Digga. Also da ist auf jeden Fall in einige stehen geblieben, wohl, dass man das halt auch im Sprachgebrauch so drin hat. Aber ob jetzt Jens dafür gebannt wird, ich hoffe nicht, Digga.